Ja, leider habe ich keine Version finden können. Das heißt, das Einzige, was es da in Zukunft wohl geben wird, ist die richtige neue Version von Hard Choreo. Also nicht die von Fans ein bisschen veränderte, sondern die vom eigentlichen Mod-Autor. Aber da muss man wohl noch ein bisschen warten und es ist dann halt nicht mit dieser Karte. Das heißt, ich werde das Beste draus machen müssen. Und irgendwo werden Dinge zerstört. Wo ist meine Präzisions-Gatling-Gun? Da. Wo? Alles kaputt? Eine Pumpe wurde zerstört und ein Ärmchen. Ja. Ärmchen. Oh, warte, ich habe noch gar nicht die gelben Ärmchen in rote Kisten geschmissen, damit wir sie auch immer setzen können, falls was kaputt geht. Beschränke dich mal auf ein Stack. Wow, Viehzeug. Mehr Viehzeug. Überall ist wieder Sapsche. Wo ich sehe es. Da war was. Ja, schön. Ich sehe es immer, wenn es zu spät ist. Hallo. Du kannst auch mit. Also, was ich eben gesagt hatte, mit den gelben Ärmchen, dass wir sie immer auch auf Vorrat haben, falls irgendwas zerstört wird, das ist richtig. Das sollte ich jetzt auch noch machen für die Repair Packs. Sonst sind die irgendwann aus und das wäre doof. Bau bitte. Erstmal hol schnell die Eisen. Da. Schnapp dir ein bisschen mehr Eisen und bau eine Handvoll davon. Was brauchen Repair Packs denn? Die brauchen Eisenzahnräder und grüne Chips. Ah, doch. Doch, das ist sehr gut. Geh einfach mal hier hin mit dem Ding. So, nimm dir von da grüne Chips, von da Zahnräder und tu da die Repair Packs hin. Ta-ta-ta-ta. Fertig. Ja, super. Also, alle drei Ärmchenarten sind im System. Repair Packs sind im System. Ich bräuchte jetzt theoretisch noch eine Fabrik für Steam Engines und Boiler und Offshore-Pumps, aber das lasse ich mal erstmal. Und baue einfach davon so ein paar, da fehlen Steine. Und tu dir in die gelbe Kiste. Wo ist der nächste Roboport? Da oben. Gelb, gelb, gelb. War ich alles okay? Scheinbar. Wie schaut es mit Luft aus? Ja, Luft holen. So. Stimmt, könnte ich das weiter erforschen? Brauche keine hellblauen Tränke. Water Consumption. Water brauche ich fast gar nicht. Dann machen wir, es geht schön schnell. Kurze. Weil rote Tränke habe ich ja doch ein paar, ne? Oh, hier fehlt ein Ärmchen. Nee, dass es schlimm wäre, aber, ne? Fürs Protokoll. So. Es wurde auch irgendwo eine Pumpe vernichtet. Die ist hoffentlich im Robo-Einzugsbereich. Werden wir gleich sehen. Jetzt sollte eigentlich ein Roboter kommen, da eine Offshore-Pump rausnehmen und sie irgendwo reintun. Nicht du. Ein Construction-Bot. Außer es war irgendwo anders schon eine Offshore-Pump, was natürlich auch sehr gut sein kann. Weil ich habe schon mehrfach Krimskrams einfach in irgendwelche gelben oder roten Kisten geschmissen, damit es zum Reparieren zur Verfügung steht. Nahrung und so weiter haben wir geholt. Nahrung, Wasser, Luft. Wir haben die Sache automatisiert. Wie schaut's aus mit noch mehr Akkus? 49 wären hier vorrätig und Solar Panels 58. Also ich kann nochmal einen davon setzen. Sieht nur ein bisschen komisch aus mit diesen überlappungsblauen Dingern. Aber das passt. Metall schaut gut aus, Kupfer schaut gut aus, Stahl. Schaut auch sehr gut aus. Beschränkt das mal auf ein bisschen. So. Zip. Da ist auch noch Stahl. Ja. Das heißt, ich kann mich jetzt um was kümmern? Ich könnte mich jetzt um nicht ganz so wichtige Dinge kümmern. Wie zum. Also erstmal. Was braucht der? Nicht der. Da. Das sollte ich erforschen. Und dann das da, und das braucht 100 hellblaue. 100 hellblaue geht fast noch. Was brauchen. Nee, was brauchen die Dinge zum Bauen?
Nichts Besonderes. Solar Panels? Ja, das Ding war teuer. Genau, dafür brauchten wir die Minen und die Minen sind unpraktisch. Aber allein schon mal Schilde zu haben, Batterien zu haben und das Ding ganz langsam mit Solar Panels auffüllen, geht ja auch. Und dann reicht es halt für einen Angriff. Und nicht so dauerhaft, wie wir das von anderen Staffeln gewöhnt sind. Muss es aber ja auch gar nicht. Ja, mach mal, geh mal in die Richtung. So, also ich habe jetzt Zeit, während das da langsam durchtickert und die hellblauen Tränke sich ansammeln, für die anspruchsvolleren Projekte die Fabrikanlage aufzubauen. Also die Anlage, die Roboter später nutzen werden, um alles herzustellen. Und da fange ich einfach oben links an und nutze die Fläche hier schön für Fabriken. Ist denn ein wenig schade um das Kohlefeld, das können wir später theoretisch auch noch irgendwie da rauszwirseln. Das sieht nicht gut aus. So. Können wir irgendwie noch rauszwirseln, aber ich denke mal, wenn wir dann so weit sind, können wir auch irgendwo außerhalb noch ein Kohlefeld schnappen für Plastik. Weil für mehr als für Plastik brauchen wir Kohle, glaube ich, später gar nicht. So. Das heißt, ich baue jetzt die gesamte Geschichte mit grünen Chips, roten Tränken, grünen Tränken, hellblauen Tränken. Baue ich alles hier nochmal. Angriff, alles schießt, okay. Baue ich hier alles nochmal auf. Nur halt automatisiert. Alles in mehrfacher Ausfertigung. Das heißt. War das so? Nee, es muss aber irgendwie anders. Bau. Fünf davon. Kiste wurde zerstört. Schießen genug Türme? Sieben Türme schießen sollte reichen. Ich hätte es wieder gerne so wie letztes Mal. Das fand ich ganz schick, dass wir auch Sachen direkt von Fabrik zu Fabrik weiterleiten konnten. Aber das war doch so, oder? So, so? Nee. So, so? Die brauchen ja jeweils auch ihre Kisten. Nee, das kann nicht so gewesen sein. Wobei das so ginge, warte mal. Das heißt, die haben immer hier ihre Kisten rein und raus. Das ist auch falsch rum. Aber so? Das heißt, die haben jeweils rein und raus ihre Kisten auf der Seite, statt wie letztes Mal oben und unten. Und ein paar Fabriken können halt direkt sich dann so gegenseitig was zuschieben. Also machen wir denn hier Drahtfabriken hin und dann hier die Chipfabriken. Und da drüber dann ja auch welche sind. Da und da könnte man hier auch wieder verschieben. So, so. Das heißt, hier werden meinetwegen vier Drahtfabriken. Hier werden grüne Chips hergestellt, da werden rote Chips hergestellt. Und dann fliegen die grünen Chips von hier unten einmal da hoch. Wobei es in der... Ich brauche viel mehr Fabriken als Platz, Alter, hier. Muss man gleich irgendwo Kupfer klauen. Ich mache das... So. Habe ich aber irgendwann keinen Platz mehr für Kisten. Ja, und ich kann die Erträge hiervon nicht mehr wegpacken. Also die Idee wäre gewesen, hier wäre dein Kupferdraht. Nee, hier wäre Kupferdraht. Hier werden grüne Chips hergestellt. Geht immer noch nicht. Hier werden grüne Chips hingestellt. Die grünen Chips werden weitergereicht. Also die zwei stellen dann nur grüne Chips her. Die reichen jetzt dann weiter hier hin, die werden Rotstifts hergestellt, die bräuchten dann aber jeweils auch nochmal Draht. Das klappt so nicht, das Muster ist doof. Irgendwo schießen Dinge, das ist ein regulärer Angriff. Ja, reguläre Angriffe sind noch okay. Wobei in den Kommentaren da jemand angefangen hat mit Horrorstories von irgendwelchen rosa Kugeln, die durch die Gegend fliegen und alle Sachen zerstören. Bin ich schon recht gespannt, was das werden wird. Aber bis dahin nutze ich die Zeit noch ein wenig. Also ich guck mal, was... Es kann doch nicht sein, dass ich vergessen habe, wie das Muster war aus der letzten Staffel. Ah. So war das, oder? Mhm.
Dann kamen hier die Kisten hin. Rot, blau, rot, blau, rot, blau. Ist genau falsch rum. Zip, 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 zip. Und dann hatten die hier ihre Kisten. Und irgendwo standen sie dann recht dicht beisammen. Das weiß ich auch noch. Rein, rein. Und du bist schon fertig. Das ging schnell. Erforsch mal Schilde schon mal. So, also ja, das war definitiv Teil des Musters. Aber nur ein Teil. Und dann gab es hier noch einen. Irgendwie einen Abstand. Und. Nee. Oder habe ich das mit roten Ärmchen gemacht? Nee, ne? Also wenn ich jetzt die hier hinsetzen würde, könnte ich denn mit dem roten Ärmchen von da ganz hinten? Nee, kann ich nicht. Also so wäre es auf jeden Fall ein recht sauberer Auf... Nee, wäre es nicht. Wäre es Platzverschwendung. Ja, weil die brauchen ja nicht nach oben und unten jeweils Kisten. Na doch, manche Fabriken brauchen wirklich sehr viele Zulieferer. Also ich könnte das als neues Muster nehmen, wäre dann aber komplett abhängig von den Robotern. Das heißt, es wäre keine Verbindung mit zwischendurch mal Ärmchen, um Roboter zu entlasten. Und wir haben keine Geschwindigkeits-Upgrades, oder jedenfalls nicht so viele Geschwindigkeits-Upgrades wie bei Ditec. Das könnte echt garstig werden. Bitte Batterien lassen Sie erforschen. Okay, was für Alternativen haben wir? Ich guck mal, ob da was aufgeht. So. Aha. Ich habe auch nicht daran gedacht, dass wenn ich groß genug baue, dass dann irgendwann automatisch wieder ein Muster kommt. Also jetzt sieht es Kuddelmuddel aus, weil es halt innerhalb von diesem Kästchen ist. Und hier ist es dann um einen nach unten verrückt. Aber wenn ich das Ganze dann drei Felder weiter nach unten mache, dann kommen wir wieder da an, dass dann wieder eine Fabrik hier an der richtigen Ecke steht. Könnte es ja so aufgehen. Kann ich hier ein paar mehr Platzhalter haben? Okay, ich gehe erstmal Kupfer klauen und danach murks ich hier weiter rum. Das sieht alles komisch aus. Und ich sollte irgendwoher Brennstoff bekommen. Kannst du Holzkisten verbrennen? Ja, kannst du. Hält nur nicht sehr lange. Oh, warte. Gib das mal alles her, damit ich den Boden ein bisschen vereinheitliche. Das sieht doch schön aus hier. Was soll das? Achso, hier war vorher Wasser. Stimmt. Ja, mach das mal weg. Das ist einfach. Du erforscht bitte die Solarpanels. Gott, und da komme ich gar nicht durch. Das war auch noch ein Projekt, das ich hatte. Das hier aufschütten, um dann eine Stromgewinnung zu machen. Wobei ich denke, wenn ich so weitermache wie jetzt mit dem ganzen davon, dann könnte das bald auch echt eine Alternative werden. Mit dem Biostrom. Oh, schnapp mir lieber hier das Kupfer weg. Zack. So. Stahl habe ich noch ein bisschen, kann ich aber ruhig mehr haben. So. So, noch Eisen von unten. Gut. Bau jetzt ganz viele verdammte davon. Wobei ich auch da wieder schummeln kann und ich hole mir einfach von oben Zahnräder ab. Von da und hier grünen Chips. So. Dann breche ich das einfach alles ab. Und baue es neu. Gott, ganz viele Fabriken. Okay, nächstes Ding. Du bau ganz viele davon. Damit wir auch davon genug haben. Hellblaue Tränke wollen nicht, weil keine Batterien kommen. Und keine Batterien kommen wegen Öl immer noch. Muss ich mich da jetzt echt drum kümmern? Das will ich eigentlich gar nicht. Aber wenn ich es nicht mache, dann verschwende ich die ganze Zeit, die ich jetzt oben rumtüftel bei dem Musterding. Da oben. Das könnte dann ja alles zeitlich in der Batterien hergestellt werden. Also ja. Das heißt, ich überwinde mich jetzt. Gehe da hoch. Tüftel hier weiter rum, dass genug Schwefelsäure erstellt wird. So, es fehlt einfach nur Eisen. Ja. Das ist doch doof.
Heißt, ich müsste theoretisch Eisen hierher fliegen lassen und dafür habe ich nicht genug Roboter. Oder? Bei welcher Kiste konnte man sehen, wie viele Roboter ich habe? Bei der anscheinend nicht. Bei einer Logistikkiste? Long-Term Storage for Logistics System. Ja, aber nicht wie viele Roboter fliegen. Ah, hier. Available Rescue. Alle. Okay, super. Du forder mal einfach hier 100 Eisen an. Sorg dafür, dass immer 100 Eisen da ist, damit immer Batterien kommen und das alles passt. Okay. Das war einfach. Problem gelöst. Einfach, dass den Roboter in die Schuhe geschoben. Wobei ich fast den Verdacht habe, dass Batterien gar nicht erreichen werden. Die kommen ja nicht mal oben an. Die werden ja vorher weggefangen, um daraus hier Akkus zu machen. Beschränk dich mal auf ein Stack. Mach das da voll. Die nehme ich mal mit. So. Ja, das ist laut. Gut.